Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alenia. Ich bin der Peter. Heute wieder ein neues Video. Und zwar, wie stelle ich mein eigenes Sauerkraut her? Ihr seht es ja hier. Ich habe mir zwei Kohlköpfe organisiert aus dem Wochenmarkt. Die haben jetzt pro Stück so ungefähr 1,3 Kilogramm. Kostenpunkt pro Kopf 5 türkische Lira, sind so um die 70 Cent. Und da stelle ich mir immer wieder, gerade in der Zeit, wo es sehr viel Kohlköpfe gibt, immer wieder sehr gerne unser eigenes Sauerkraut her. Ein bisschen was Fermentiertes zum Frühstück, Mittag oder Abendessen, kombiniert mit ein bisschen Gemüse oder mit Sprossen. Einfach eine wunderschöne, perfekte, komplette Mahlzeit für mich. Ja, die ganze Geschichte pro Kopf sind so ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis der komplett verarbeitet ist. Und ich möchte euch einfach nicht zumuten, dass ihr mir jetzt 10 Minuten beim Sauerkrautkneten zugucken müsst. Wegen dem habe ich das alles schon soweit vorbereitet und würde euch jetzt einfach mal so Step by Step erklären, wie ich da dementsprechend immer vorgehe. Ich nehme dann immer meinen Kopf, mache die erste Schicht an Blätter weg, die geht dann ab Richtung Abfall. Dann wird er sauber gereinigt mit meinem gefilterten Wasser. Dann schneide ich den einmal mit dem großen Messer in die Mitte durch, nehme dann hier dementsprechend mein Bäckchen und meinen Hobel und dann wird der ganze Kopf dementsprechend klein gehobelt. Das dauert dann so 5 bis 6 Minuten, bis der komplette Prozess oder der komplette Kopf dementsprechend klein gehobelt ist. Dann wird es umgefüllt in meine große Schüssel. Ihr seht es ja hier, ist der Rest vom ersten Glas noch mit drinne. Dann nehme ich immer sehr gerne einen Esslöffel von meiner 26% Sojalösung, gebe den hier mit rein und dann fange ich an, die ganze Geschichte für mindestens 10 Minuten durchzukneten. Die ganze Geschichte funktioniert auch ohne Salz, also wer es gerne ohne Salz machen möchte, selbst da funktioniert es perfekt. Ich habe einfach immer so ein bisschen den schönen, angenehmen, sauren Geschmack. Und da kommt einfach durch die Sojalösung noch ein bisschen mit rein. Wegen dem mache ich das gerne mit rein. Aber wie gesagt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Wer es gerne mit Salz haben möchte, ein bisschen Salz mit rein. Wer gerne ohne Salz, selbst da funktioniert es. Wie gesagt, die ganze Geschichte knete ich dann immer für 10 Minuten durch, bis es eine schöne schaumige Masse gibt. Und hier auf der unteren Seite eine kleine Schicht mit dem Saft drin ist. Dann weiß ich dementsprechend nach den 10 Minuten, das ist soweit schön durchgeknetet. Und dann fange ich an, die ganze Geschichte hier in die Gläser umzufüllen. Ich habe jetzt hier 750 Milliliter Gläser mir organisiert. Da mache ich dann immer so Schicht für Schicht das Sauerkraut mit rein, nehme dann meinen Löffel und fange das dann dementsprechend an, schön von oben nach unten in die Ecken zu drücken, richtig schön zusammenzupressen, dass es eine richtig schöne homogene Masse gibt, ohne irgendwelche große Lufteinschlüsse. Ist ganz wichtig, dass der Fermentierungsprozess einfach perfekt stattfinden kann und ihr einfach ja nachher ein perfektes, gutes, sauberes und schmackhaftes Sauerkraut habt. Das Ganze mache ich dann ungefähr, bis das Glas dreiviertel voll ist. Und dann mache ich den Rest einfach mit den Händen voll fertig, bis oben hin voll, richtig schön runterdrücken. Und dann nehme ich hier eine Zewa, putze den Rand schön obenrum sauber ab, dass der Picobello sauber ist. Und dann nehme ich hier immer eine Frischhaltefolie, die ziehe ich dann hier richtig schön, dass sie schön gespannt ist. Mache das dann immer über den Deckel drüber, dass das einfach perfekt luftdicht abgeschlossen ist und dann wird es dementsprechend einfach nur noch der Schraubdeckel drauf gemacht und dann ist es soweit abgeschlossen. Der weitere Prozess ist dann einfach, ich habe mir dann hier so eine Plastikschüssel organisiert, da stelle ich dann dementsprechend mein Glas rein. Warum nehme ich da extra eine Schüssel dazu? Durch den Fermentierungsprozess kann es wirklich sein, dass der einfach noch ein bisschen was oben rausdrückt. Und da ich den Schrank, wo das dementsprechend drinsteht, nicht versauekeln möchte, habe ich mir da einfach so eine kleine Schüssel organisiert, wo
wo die Gläser drin stehen. Wenn dann ein bisschen was rauskommt, dann läuft es einfach in die Schüssel über und es passiert nichts. Dann nehme ich hier immer ein Geschirrtuch mit dazu, wird dann schön ausgebreitet. Die ganze Geschichte lege ich dann schön oben drüber, stelle das an den dunklen, kühlen Ort für mindestens 10 Tage. Dann ist für mich der Fermentierungsprozess soweit abgeschlossen. Sie sagen immer so zwischen 7 bis 10 Tage. Also mindestens für 10 Tage. Meistens lasse ich es immer so 2 Wochen stehen. Und dann kommt es dementsprechend entweder morgens, mittags oder abends einfach mit auf den Tisch. Ich finde es einfach total cool, ein bisschen was Fermentiertes für zwischendurch. Ist einfach wichtig für unseren Magen, Darm, dass der einfach dementsprechend ja, gut aufgeräumt ist und das Immunsystem bei uns einfach super und perfekt funktioniert. Ja, das war jetzt so ein bisschen der Ablauf. Wie stelle ich mein eigenes Sauerkraut her? Das ist jetzt meine Vorgehensweise. Ihr könnt es natürlich auch so ein bisschen gestalten, wie ihr das gerne selber haben möchtet. Wie gesagt, auch vom Geschmacklichen her, mit Salz, ohne Salz, ist es jedem selbst überlassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Wie gesagt, das ist meine Vorgehensweise, wie ich das immer mache. Ja, dann sind wir soweit durch. Ich werde jetzt nachher voll den Rest machen. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video zum Thema, wie stelle ich mein eigenes Sauerkraut her. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Abo, ganz cool, Glocke drücken nicht vergessen. Da werdet ihr immer unterrichtet, sobald ein neues Video auf diesem Kanal wieder am Start ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, haut es einfach unten in den Kommentarbereich mit rein. Wenn es passt, werde ich dementsprechend drauf eingehen. Dann bedanke ich mich heute wieder recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören heute. Wenn ihr es nachmachen möchtet, würde ich mich sehr gerne über ein Feedback freuen, wie es bei euch funktioniert hat, wie es euch geschmeckt hat. Einfach unten im Kommentarbereich mit rein. Wie gesagt, würde mich echt drüber freuen über euer Feedback. Dann war es das jetzt für heute. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen und erholsamen und gechillten Tag. Haut rein, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao, ciao und Peace.